Ich war früher mit 187 unterwegs. Ja. 187 kennst du, Ruff, ja, und Bo, also Bones und ja, ja, genau. Ja. Jetzt habe ich mein eigenes Label. Geil. Ja, Mann. Rap doch, was soll ich denn jetzt rappen, ey? Warte ja mal ganz kurz. Ja, ja, warte, lass ich mal kurz überlegen. Ja, ich muss kurz überlegen. So. Ich versuch, vielleicht mache ich auch nur einen Freestyle, so, weißt du? Ja, das war cool. Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist Achi, ihr kennt mich. Und zwar geht es um Folgendes heute. Ich nehme euch heute ein bisschen mit. Wir gehen ein bisschen rumfahren, ein bisschen rumcruisen, ein bisschen rumlaufen, was essen, was trinken, mit Freunden ein bisschen chillen. Ich habe sogar heute ein Special Guest am Start, der mich heute von A nach B ein bisschen rumfährt. Das wäre in dem Fall der gute MOSH. Gehen wir mal zu ihm hin, wa? Ich küsse dein Auge, küsse dein Auge. Bleib heil, heil und ich küsse dein Auge. Hol mir dein Cousin, hol mir dein Cousin. Hol mir dein Cousin, ich küsse sein Auge. Der ABB MOSH. MOSH ist heute am Start. Was geht ab heute? Der macht gerade stabil seinen Führerschein bei der besten Fahrschule der Welt. Fahrschule mobil werden, wa? Kleine Werbung, ein bisschen hier, ein bisschen so. Ja, Mosch, wohin fahren wir jetzt? Wohin bringst du uns hin? Stark, Digga, stark. Ja. Stark, so machen wir es jetzt. So, es geht gleich los. Die anderen Gauner müssten auch gleich da sein. Und ja, mit denen gehen wir dann fleißig was essen, wa? Auf Nacken von anderen. So, da auch alles nicht so gespielt aussehen sollte, sind die Jungs natürlich gerade erst angefahren. Hey, hey, Jungs, ja, wie geht's? Wie lange alles geht's? Ja. Ja, hart, das ist Harun, das Pferd, und das ist Muslim, das haarige Etwas. Wir nehmen euch jetzt mit, wir zeigen euch ein bisschen das, was wir so jeden Samstagabend machen. Einfach sinnlos durch Berlin fahren, was essen, hoffen, dass wir irgendwo eine Schlägerei sehen oder so. Spaß natürlich nicht, Friede, Freude, Eierkuchen. So Leute, wir sind jetzt hier in Kreuzberg. Wir fahren zu dem berühmt-berüchtigten Big Cello Burger. Wenn ihr in Kreuzberg seid, in Berlin, kommt zu Big Cello. Eigenhändig hierher kutschiert. Er ist mit links gefahren, mit linker Hand. Pass auf nicht, dass du überfahren bist. Also, wir sind jetzt hier bei Big Cello drin. Muslim wollte auch jetzt was essen. Wir wollen alle was essen. Ich weiß, diese Info ist einfach so sinnlos, diese Info, aber trotzdem, ich sag das. Assalamu alaikum. So, das war's jetzt. Magen vollgehauen. Jetzt gehen wir was Süßes essen. Wo gehen wir hin? Cookies? Wir gehen Cookies essen. Jalla, komm mit. Komm mit, Mann! Run it, 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 leave it. Du diese Rap-Videos immer? Ja, yeah. Ich wollte nur erzählen, ich esse jetzt einen Cookie mit Eis. Fass mein Cookie nicht an. Fass mein Cookie nicht an. Fass ihn nicht an. Mach mit deiner Gabel. Du hast doch gerade deine Gabel angelutscht. Was soll denn das, Mann? Nein, ist nicht mit Macadamia. Ist mit Yorkadamia. Nein, ist mit Yorkadamia. Das ist nicht, Mann. Ich filme mal ein bisschen von draußen hier. Die Kottbusator.
ich weiß jetzt nicht, warum ich das erzähle. Aber kennt ihr das? Ihr sitzt beim Friseur, ihr schneidet gerade Haare, so oft gechillt, alles ist cool. Und auf einmal kommt ein Kunde rein und fragt den Friseur, Bruder, hast du noch Zeit? Der Friseur sagt, nein, Bruder, ich habe keine Zeit, komm morgen wieder. So, eine Frage habe ich. Warum steht dieser Kunde noch 10 Minuten vor dem Friseurladen? Warum? Meint er, dass der Friseur jetzt sagt, kein Problem, ich habe nur Spaß gemacht, du kannst dich hinsetzen? Oder meint er, dass irgendein Kunde sagt, so, ey, komm, du kannst meinen Platz haben? Oder warum steht man noch 10 Minuten vor dem Laden und raucht noch 2 Zigaretten? Er hat doch gesagt, Bruder, geh einfach. Komm morgen wieder. Warum stehst du noch 10 Minuten vor dem Laden? Oh, was geht ab, Freunde? Da haben es auf jeden Fall sehr entspannt bis dato. Beste Fahrlehrer ist am Start. Ich war schon seit ein paar Stunden. Ey, boah. Hi, Leute. Hi. Oh, du wirst gefilmt. Wird gefilmt. Ist das ein Problem für dich? Das geht. Nein? Ich hab mal, die hat eine coole Kamera. Nicht jetzt. Ja, da kommt er noch. Chillis. Ihr Arm kommt mit raus. Was denn? Komm mal raus. Ja, los. Ist Polaroid. Ey, aber es muss bei einem Shot sitzen. Bei einem Shot, okay. Bei einem Shot, komm. Also, ihr wisst das jetzt. Es zählt einmal. Einmal, genau. Sie kann danach nicht löschen. Stark, sauber, geil. Hände weg, was ist hier? Darf ich so machen? Ich weiß auch nicht, okay, wenn ihr mit drauf seid. Ja, klar. Was filmt ihr hier? Einfach für YouTube, so ein bisschen vlogmäßig. Vielleicht kennst du Mosch 36? Kennst du nicht Mosch 36? Ich bin Rapper. Ah, geil. Ja. Meine Alben kennst du? Wie ist dein Rapper-Name? Mosch 36. Ja. Ich hatte früher Tattoos überall und so, deswegen. Okay. Ja. Das wegmachen. Mac das machen. Ja. Wirklich? Ja. So gut. Ja, also. Ich war ja gar nicht mehr. Ja, es war krass. Es war also wirklich ein krasser Typ. Ja. Krass. Heißt Tattoo weg, heißt der Laden. Echt? Ja. Ich war früher mit 187 unterwegs. Ja. 187 kennst du, Ruff und Bo, also Bones und ja, genau. Ja. Jetzt habe ich mein eigenes Label. Ja, Mann. Rap, was soll ich denn jetzt rappen, ey? Warte mal ganz kurz. Ja, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen. So. Ich versuche, vielleicht mache ich auch nur einen Freestyle, so, weißt du? Ja, das war cool. Okay, krass, ey. Okay, warte. Wir sind jetzt gerade hier in Warschauer Straße. Ich war schon mal hier mit dem anderen Hasen. Spaß. Ist das Foto schon fertig? Nee, 10 Minuten, Mann. Ey, aber so langsam, ne? Ja, langsam geht. Darf ich mal? Du musst so machen, glaube ich. Du musst so machen. Kati ist weg. Wo ist unsere Kati eigentlich? Kati! Kati, wo bist du? Ey, seid nett in den Kommentaren, ja? Also, nett sein. Ja, war ein nettes Gespräch mit den Herrschaften. Ich habe gar nicht gefragt, wie die heißen. Jo, wir machen jetzt auch einen Cut für heute. Wir fahren jetzt nach Hause. Tolga muss zur Fahrschule. Für die Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, ratet einfach, schreibt es in die Kommentare. Ja, Mann. Mosch, fährst du mich jetzt nach Hause? Dankeschön. Mosch wird mich jetzt nach Hause fahren. Hier trennen sich die Wege, ne? Ja. Ja, Mann, lasst Abo da, lasst Like da, lasst, was macht man noch alles? Kommentiert, teilt es und so weiter. Und folgt mir auf Twitch und, Ach, das ist nicht Papers. Das sag ich jetzt nicht. Mosch, fährt mich hier nach Hause.